Und dann machen wir wieder den Swipe. Ja, genau. Ah, hier, da ist das Swipe. Da ist er, ja. Ja, bravo. Ja, hier ist Schoki Banoki. Hallöchen. Nee, es geht anders. Hallo, hallo, hallo. So geht das doch immer los. Ja. So. Ja. Hier ist wieder Schoki Banoki mit Reaction schonungslos. Ich bin der Sashi, das ist der Marc. Und wir gucken uns jetzt ein Video an von Julia Beautics. Ja, mit Rezo gemeinsam. Ja. Den ersten Teil haben wir schon mal gesehen. Mhm. Also auf dem Kanal von Rezo. Da haben sie irgendwie so TikTok-Zeugs gemacht. Ja. Und jetzt gucken wir uns die Version an bei Beautics. Bei Beautics. Mal gucken, wie ihr Wohnzimmer so aussieht. Genau. Aber erstmal kommt unser Intro. Mhm. Das machen wir jetzt mal rein. Hier Überblendung. Ja, im Hintergrund sieht man so eine Musik. Ja? Hört man so eine Musik? Oh. Ja, das ist es, was ich will. Ja, genau. Und wir gehen jetzt direkt in das Video rein. Ja, und das ist Rezo und Julia Beautics. Ja. Und wir wollen mal schön gucken, was die da so drauf haben. Ich bin gespannt. Also das Video heißt Körperlich annähern, Mary Kill mit Rezo. Ah. Stehst du? Mary Kill. Also singen kann sie ja schon mal. Also wenn sie nichts kann, singen kann sie. Ich habe gerade versucht, das Lied zu erkennen, aber es ist wahrscheinlich... Nee. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video mit... Rezo! Ja, aber total begeistert. Ja, Juhu. Ja. Yeah, super. Ich sitze hier neben dem Eichhörnchen auf Speed. Und ist er doch gar nicht. Hab eigentlich gar keine Lust. Ach, hör doch auf. Ist echt keine Ahnung. Wieso guckt er doch? Aber nur weil er blaue Haare hat oder was? Du hast ja noch nicht mal Haare. Ich hab ihn doch gar nicht verurteilt wegen seinen Haaren. Sondern wegen seinem Speed oder was? Ich meinte eigentlich, ist egal. Ist egal. Geiles. Ja. Nämlich, willst du sagen, hier sind Zettel. Was machen die Zettel? Wir machen heute mal wieder körperlich annähern Mary Kill. Stimmt, so haben wir es beim letzten Mal. Ja, so haben wir es genannt, weil werbefreundlich. Genau, weil so. Darf man nicht sagen. Entschuldigung. Man darf mittlerweile mal piepen. Steht in den neuen Richtlinien. Stimmt, was können wir denn heute sagen? Weil körperlich annähern ist ein bisschen lang. Ich weiß, dass ganz viele im Moment smashen sagen. Oder buttern. Juhu, das ist ja ganz grausam. Das ist auch... Ach, die reden über das Ficken, ja. Das darf man nicht. Darf man nicht sagen. Ne? Darf man nicht sagen. Okay. Nee. Buttern oder smashen? Smashen. Smashen ist schon fies, ne? Smashen. Buttern finde ich jetzt auch. Buttern ist irgendwie so 70er, oder? Nee, buttern ist aber auch ekelhaft. Stell dir mal Butter. Du musst jetzt mit irgendwas muss ja gebuttert sein. Und Butter entsteht ja erst, wenn ganz viel. Ekelhaft. Ja, das klingt so. Ja, halt wie so ein Kampfmode, so, ne? Klingt ein bisschen unfreiwillig. Ja, von genau. Einer Seite. Genau, stimmt. Sagen wir einfach Kiss, Mary, Kill. Genau, Kiss. Weil wir sind total freundlich. Werbefreundlich. Sehr werbefreundlich. Sehr werbefreundlich. Okay, ich würde sagen, wir starten, oder? Das war ein geiles Geräusch. Pass auf. Pass auf. Werbefreundlich. So gleich machst du so. Pass auf. Sehr werbefreundlich. Sehr werbefreundlich. Okay. Hey! Wenn wir jetzt. Du bist doch so affin mit solchen. Ja. Programm. Ja, ja, bin ich. Kannst du das nicht mal loopen? Nee. Ja, kann ich, aber nicht für dich. pass auf, nochmal. Genau, Kiss, weil wir sind total freundlich. Werbefreundlich. Sehr werbefreundlich. Sehr werbefreundlich. Okay, ich würde sagen, wir starten, oder? Wir starten. Okay, warte, wer fängt an, sollen wir Schnick, Schnuck machen? Ah, ja. Aber wer, also der Gewinner von Schnick, Schnuck fängt an, oder nicht? Du bist der Erste, der jemals vorher das klärt, was dann passiert. Kia, was passiert? Der Gewinner... Fängt an? Fängt an. Okay. Nee, bei Schnick, Schnack, Schnuck ist immer der gewinnt, kann entscheiden, was passiert. Er kann anfangen oder es lassen. Das ist doch wie beim Fußball, wenn du die, wenn das deine Münze ist, die da so liegt, dann kannst du entscheiden, ob du einen Anschluss machst oder ob du, nee, welche, du darfst die Seite wählen? Nee, du darfst die Seite wählen. Ja. Und der andere kriegt Anstoß. Genau, so oder du sagst, du kriegst einen Anstoß. Nee, wenn du gewinnst, darfst du die Seite aussuchen. Ach so, okay. Ja. Also man merkt, früher war es glaube ich so, du konntest dir aussuchen, ob du Anstoß oder Seitenwahl. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass du nur die Seitenwahl gewinnst. Ja, sehr interessant. Ah. Ach scheiße, jetzt muss ich anfangen. Ich will gar nicht. Kennst du diese Schnick, Schnack, Schnuck? Wenn man Schnick, Schnack, Schnuck spielt und man kann zeigen, was man will, man muss aber erklären, warum man gewonnen hat. Was? Kennst du das? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Das ist irgendwie so, mach mal, Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Peng, Peng, hier, Pistole gewinnt gegen Schere. Verstehst du? Okay, warte noch einmal ganz kurz. Einmal nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck. Atombombe. Feuer.
Ja, also. Achso, nee. Ja. Atombombe hat natürlich gewonnen. Atombombe gewinnt ja immer! Na klar. Ist ja bescheuert. Ja. Die Atombombe zählt nicht. Achso. Und so Atombombe also zählt nie. Die Spielregeln festlegen. Ja, 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 genau. Okay, ja gut, dann fange ich jetzt an. Okay, ja, wen hast du denn da? Oh nein, Gewitter, das war Kopf? So... Gewitter im Kopf sind ja direkt zwei Boys. Stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ja, ja, das ist ein Gruppending. Ja, hast recht. Oh, okay, Gewitter im Kopf, Slavik Junge und Silvi Mais. Das ist so der weirdeste Zettel. Bei Silvi Mais habe ich gar nichts optisch vor Augen. Darf ich dir einmal gucken? Echt nicht? Silvi Mais, kennt ihr nicht? Ey, das ist gar nicht meine Welt. Früher habe ich das immer geguckt, als ich klein war. Hey, jetzt weiß ich, wer Silvi Mais ist. Also. Ja. Also ich kenne die Gewitter im Kopf Jungs nicht, aber ich glaube, die sind voll lieb und süß. Super lieb. Ich habe neulich was mit denen gedreht. Super, ja? Super lieb. Ja. Gut, dann würde ich die heiraten schon mal. Slavik ist doch der. Es gibt ja zwei. Der eine ist blond und der andere ist hat braune Augen. Das weiß ich. Ist immer anderer. Der Slavik ist ja nicht das. Okay. Ist das für dich ein Abenteuer? Weiß ich nicht. Was wäre ein größeres Abenteuer? Silvi Mais oder Slavik? Jetzt ist nur noch Kiss und Kill, ne? Nochmal ganz kurz, nein, läuft jetzt Werbung. Worum geht's da? Der Zettel sagt aus, was die. Swipe. Wen sie killen oder marry wollen. Verstehst du? Also, sie haben da jetzt mehrere zur Auswahl gehabt. Yeah. Und auf diesen Zettel sind dann verschiedene gewesen und da hieß es, willst du den killen oder willst du den heiraten? Okay. Verstehst du nicht, oder was? Aber was hat es mit körperlich annähern zu tun? Naja, körperlich annähern musst du dir bei Mary, glaube ich. Ach, Mary ist das Codewort für Poppen, ne? Oder wie war das jetzt? Ja, ich glaube, ja, Mary ist das Codewort für Poppen. Smashen, genau. Bumpen. Smashen, Butter. 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 Genau. Alter, ja. Und wir müssen jetzt noch ein bisschen quatschen, weil ja die Werbung gerade läuft. Die Werbung läuft aber nur noch 5 Sekunden. Ja, nee. 3, jetzt, 2, 1, jetzt ist er. Genau. So, also, das heißt, es geht jetzt weiter mit Dingens hier. Swipe. Ja, genau. Und wir sind jetzt gerade mittendrin. Pass auf. Die Frage ist jetzt, mit wem hättest du lieber ein kurzes Intermezzo? Also, ich habe eine Präferenz. Wenn ich du wäre, würde ich nicht Silvi Mais nehmen. Weißt du, ich habe auch gerade. Warum? Weil die so gemacht ist. Das habe ich halt auch gerade gedacht, aber ich wollte es nicht aussprechen. Ich habe die beiden Jungs mal kennengelernt und ich fand die voll sympathisch. Ja, guck. Okay, dann ist das ja, ein schönes dann haben Abenteuer. Wir, ja, dann haben wir das jetzt. Gut. Also, sie nimmt zwei Typen. Ja, ein Dreier. Ja, also, wenn du jetzt die Auswahl hättest und da wären zwei Frauen und dann irgendwie Silvi Mais und der Slavik. Ich würde. Slavik nehmen. Antwort D. Mache ich jetzt eigentlich, also wir nennen das jetzt nur Kiss oder muss ich auch in meinem Kopf nur an Kiss denken? Wir nennen das nur Kiss. Okay, wir nennen das nur Kiss. Anna Maria Damm habe ich wieder nicht optisch vor Augen. Kenn ich auch Shirin nicht. David und Sarah Harrison. Kenn ich alle nicht. Ey, ich muss die wieder kurz auf Insta gucken. Okay. Wieso dafür, dass du der bestvernetzte YouTuber bist? Ja, guckst du so, als würdest du die kennen, also, oder was? Das geht so nicht. Guck ich so, als würde ich die kennen. Du hast gerade so geguckt, als würdest du sagen, ey, Hagenbeck. Oh, Hagenbeck, das ist bei dir wie mit dem Fußball, ey. Du weißt auch gar nicht. Ja, ich hätte es auch so wiedergegeben, aber ich hätte nicht dabei zugegeben, dass ich sie auch nicht kenne. Nicht, ne? Ah, das ist Sarah Harrison. Hey, ja, die hat doch einen Mann. Ja, oh, oh, ah, oh. Oh, wenn sie einen Mann haben, dann ist das Spiel natürlich total bescheuert. Natürlich. Ja. Weil, und sie sagt doch schön, ja und? Und bei Silvia Meister haben sie nicht gefragt. Nee. Ja, ja und? Das ist eine wichtige Info. Anna Maria Damm. Jetzt muss ich die gucken. Die hat auch ein Kind. Okay, das heißt, zwei haben ein Kind. Wenn die Damm sich auf die Fresse legt, ist es ein Dammbruch. Richtiger Schenkelklopfer, ja. Kind und Shirin David. Zwei haben ein Kind und Shirin David. Jetzt muss ich. Warte mal. Also, ich müsste auf jeden Fall einen von den beiden marryen, weil eine Frau im Leben stellt das ja viel eher dar. Was ich gerade auch überlege, du kannst auch keinen von den beiden killen, weil die haben ein Kind. Das stimmt. Ich muss safe Shirin David killen, weil ich kann nicht eine Mutter killen. Aus Prinzip kann ich keine Mutter killen. Also, muss Shirin David sterben. Einfach nur für die Mütter. Für die Mütter. Für die Mütter dieser Welt. Für die Mütter. Wer ist das Intermezzo? Wer ist was fürs Leben? Ich habe jetzt von meinem Bauchgefühl her, jetzt rein aus optischen Gründen, muss ich festmachen, wer von denen eher was fürs Leben ist und wer von denen eher. Wie oberflächlich. Ja, wie muss ich das denn sonst festmachen? Okay, ich glaube, Anna Maria Damm ist für mich. Ja, wie was oberflächlich? Der hat doch überhaupt keine Ahnung, wer die sonst sind. Das musst du doch an dem Aussehen jetzt festmachen. Ja, ich verstehe. Die steht ja nicht so, ja, mein Charakter ist toll und ich bin total fürsorglich. Ich bin die Silvi Mais und ich bin ein lecker Mädchen. Es geht doch gar nicht mehr um die Silvi Mais. Das ist schon längst rum. Was erzählst du denn da? Also, Entschuldigung, ich war kurz eingeschlafen. Ja, das war irgendwie ganz sweet aus, wie sie mit dem Kind da. Oder? Das war schon sweet. Deswegen, das Video hat schon 838.000 Aufrufe. Mann, ey. Mann. Name ist fürs Leben und Sarah Harrison ist ein kurzes Intermezzo. Damit kann ich leben. Ich lese mir gleich mal durch, was die Leute so kommentiert haben. Nein, aber das ist mir jetzt auch erst aufgefallen. Man tötet keine Müller.
Alle anderen cool, aber keine Mörder. Okay. Oha! Ich hab genau die Scheißsachen! Alter, er zerstört dich! Wer zerstört mich? Der Mittlere. Also, wir haben hier Sophia Thiel, Kevin Wolter und Tim Gabel. Ja, das ist die Fitness. Ja. Alter, Alter, Alter. Also, ich glaube tatsächlich... Bei was zerstört er ihn? Stört sie ihn? Nee, was stört sie ihn? Bei was zerstört er sie? So. Beim Killen. Beim Buttern. Vor Kevin Wolter hätte ich ein bisschen Angst. Das ist auch gar nicht irgendwie persönlich gemeint oder so. Ich hätte einfach irgendwie Angst. Weiß ich, kenne ihn halt gar das nicht. Ist der ist so ein lieber Typ. Das glaube also so ich. So unfassbar lieber das Typ. Das ist aber nicht schlimm. Der würde dir auch nichts man tun. Man hat halt trotzdem Angst. Deswegen glaube ich tatsächlich, würde ich ihn killen. Einfach um die Gefahr. Also einfach um die Gefahr, dass ich irgendwie zerquetscht. Ja, also das war jetzt, also es war bis jetzt nicht so der Riesenbrüller, gell? Irgendwie. Nee, muss ich sagen. Da hatten wir schon interessantere Videos, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ne? Also haben sie jetzt nicht so richtig geil einen rausgehauen, muss ich sagen. Nee, schade eigentlich. Nicht, ne? Also es wäre schön gewesen, aber gut, komm. Es geht mal weiter. Wenn ihr jetzt verheiratet werdet und ihr liegt so im Bett und ihr schlaft so und er dreht sich nur einmal. Sich mich du bist halt für ihn bist du ein Insekt. So, also, der atmet dich ein und dann bist du tot. Sophia kenne ich. Ich mag die voll gerne. Muss ich sie ja heiraten. Dann bleibt ja nur noch, das ist ja Tim ein kleines Abenteuer. Nee, du musst auf der anderen Seite mal nudeln. Achso. Oha. So? Was? Dougie B. Tubo. Was bedeutet das jetzt? Die Bonn in der Nase. Achso. Oh nein, jetzt haben wir wieder diese Klongeschichte. Stimmt, die hatten wir letztes Mal auch. Ja, kurz. Wie war denn das sortieren. Erlebnis letztes Mal, als du mit dir selber. Du hast mal letztes Mal mit dir selber. Ich hab noch nicht mit mir selber. Okay, ja gut, dann wär's ja eigentlich mal langsam an der Zeit, oder? Ja, also heiraten könnte ich mich nicht. Man braucht jemanden, der einen ergänzt. Ich ergänze schon mal was. Das heißt, nicht heiraten. Guck du mal weiter. Du kannst mich nicht hier alleine lassen. Ich hab dazu zu haben, hab ich Bock drauf. Ja, einfach aus Prinzip mal. Jetzt ist die Frage, wen von den anderen beiden heiraten? Ich glaube, ich würde dann B heiraten, weil ich glaube, auf Dauer mit einem Mann zusammen zu sein, obwohl ich ja nicht das meine Präferenz. Ich wollte ja eigentlich hier die Dinger holen, aber die kriegst dann zu viel. Hey! Deswegen haben wir nur eine Schokolade. Ja. Haben Sie irgendwas Wichtiges erzählt? Ja, sie hat gerade was mit vom Penis im Mund gesagt. Echt? Ja, oh, ja. Wann? Ja, ist ja eher, genau, deswegen würde ich dann lieber mein Leben lang mit einer Frau zusammen sein, als mit einem Mann. Deswegen müsste ich sowas sterben, was mir sehr leid tut in diesem Fall, weil... Was ich, ist das denn? Schokolade. Aber es ist dunkle Schokolade. Okay. Ja. Dinge ich mag aber doch nur helle. Ja, du bist dran. Okay. Oha. Oh Mist, ich habe mich verklickt. Oh Mensch, du hast versehentlich vorgestellt. Oh. Das gibt's doch gar nicht. Ja, dann habe ich sie vor Augen. Ist sie volljährig? Ja, weil... Sogar ganz volljährig. Kyla ist noch nicht 18. Ja. Das heißt, es ist nicht... Also wenn ich sie jetzt rausnehmen würde, dann müsste ich ja... Wollte entweder beiden, heiraten oder genau. Mit dem... und ich kann das Sachen beides machen. Nicht. Ich muss... Wundervoll. Oh nein, oh, Mensch. Aus Versehen. Oh. Angeschrieben. Ah, also, oh, Philipp Amft. Ja klar, der muss... Den Typen. Den mit Rezzo zerficken. Ja, den habe ich, hast du den mal letztens gesehen bei Kurt Krömer? Ja, das habe ich gesehen. Das muss. Das ist richtig geil. Das könnte man eigentlich auch mal. Ja, ich glaube, Kurt Krömer mag keine Reaction-Videos. Meinst du nicht? Lieber Kurt, wenn du das hier siehst, ich würde ganz gerne ein Reaction-Video drauf machen. Also wirklich, Kurt Krömer und der, wie heißt der nochmal? Philipp Amft. Philipp Amft? Amft, meine ich, heißt er. Oder Euft. Euft, Euft. Der hat den ja so zerpflückt. Ja. Aber auch mit Recht. Man muss sagen. Aber hast du die andere Folge gesehen vorher? Mit dem, ich weiß gar nicht, mit irgendeinem Motivationstrainer? Nee. Die musst du gucken. Das ist wirklich allererste Sahne, wirklich. Also wirklich richtig geil. Aber ich muss mal ganz kurz auf den Amt zurückkommen. Ich habe letztens noch ein Footage von dem gesehen, wie er Reden im Bundestag hält. Nee. Und das Schöne ist wirklich, der ist wirklich auch ein lustiger ich Typ. Mal, ich lass mal weiterlaufen. Ja. Der ist auch ein lustiger Typ. Und, ach, nein, doch, nein, der ist nicht der lustig. Der zerpflückt auch immer die AfD und so. Das ja, okay. Also selbst so ein... So ist einer, ein, oder? Das ist ein Bübchen, den irgendjemand den Anzug gesteckt hat. Ich finde das toll. Nee, also wirklich nicht. Ich mag keine schwarze Schokolade. Schwarze Schokolade, warum nicht? Wegen Philipp Amft, oder was? Wegen Amft. Oh, wir müssen wieder Ton reinmachen. Ich mag lieber braune Schokolade. Ja. Warte mal, oh je. Ich habe wieder aus Versehen vorgespult. Oh Mann, scheiße, Mann. Ich mache Ton. Also, ich habe hier Leroy, Julian Bam und PewDiePie. Hoffentlich haben wir jetzt nichts verpasst in der Zwischenzeit. Stimmt. Nee, das wäre natürlich. Oh, Werbung, super. Oh, Mist, ne? Werbung. Dann müssen wir mal wieder Vollbild machen. Ja, das ist aber ein Reaction-Video, wie man es sich wünscht, oder? Ja, ja. Philipp Amft, also diese Che Krömer heißt das übrigens. Krömer? Che Krömer. Hm? Che Krömer? Che Krömer, bei Krömer, Französisch. Mhm. Nicht Che, wie das Hessische schön. Guck mal hier, wie ich mir das in den Mund schiebe. Oh, so.
empfehlenswert, muss man sagen. Sehr gut. Hm. Ja, und jetzt machen wir mal. Also, immer noch Werbung. Müssen wir noch warten. Verrückt. Ne? Verrückte Welt. Hm. Schickrömer, sau geil. Das sind immer so Verhöre. Ja, ja, an so einem Tisch, ich habe das ja gesehen. Das also, Geile ist, das Publikum ist auch da, aber die sehen den gar nicht so richtig. Das ist nur so eine vergilbte Scheibe. Hm. Und die hören ja nur. Oder auf dem Bildschirm wahrscheinlich. Nehme ich mal stark an. So, so Philipp, mal. Du darfst jetzt auch einen Keks nehmen. Ja. Ach komm, genau. Es geht weiter. Dann haben wir es ja gleich geschafft, oder? Und dann haben wir gleich das Reaction-Video zu Jamelia Beautics. Ja, oh, wir müssen ja Ton anmachen bei denen. Ja, ist ja ganz wichtig. Guck mal, die hält das Ding, das sieht aus wie ein Schwangerschaftstest, ne? Teilweise. Ja, das ist auch. Oh, guck mal, wir sind schon fast am Ende. Marvin, Krankrafter und Concrafter. Alter, wer ist das denn? Ich liebe Marvin, über alles. Marvin steht auf Männer, oder? Ja. Schwierig dann. Ist halt schwierig. Du bist kein Mann. Ich bin kein Mann. Die Erfahrung wäre für ihn jedenfalls nicht so gut. Ja, nichts gegen dich. Du bist halt kein Mann. Ich bin halt, ja, okay. Aber ich will Marvin eigentlich heiraten, weil ich Marvin lieb hab. Aber ich würde ihn nicht glücklich machen. Ihr könnt ja eine offene Beziehung führen. Dann kann er sich den sexuellen Part woanders holen und ihr seid einfach das Liebe. Stimmt. Bei euch ist die Liebe da. Okay, und jetzt habe ich Krankrafter und Concrafter. Also Luca und Max. Luca oder Max. Ich kenne Max besser als Luca. Max und ich finde Max sehr lieb. Dann kannst du ihn und noch nicht umbringen. Nee, ich kann ihn nicht umbringen. Aber ich finde auch Max optisch ein bisschen besser als Luca. Das also heißt, wenn ihr mal eine Party habt, ne? Also Luca sterben. Und ihr wollt, und dann, dass die absolut langweilig wird, ne? Ja. Dann macht das Spiel. Und dass die Leute nach Hause gehen. Und ihr wollt, dass die Leute frühzeitig nach Hause gehen, spielt das. Also ich mache heute eine Party, aber nur bis 21 Uhr. Wir fangen jetzt mit dem Spiel an. Es ist schon 7:45. Mhm. Und Max ist dann das Intermezzo. Ja. So. So, Leute, nehmt uns bitte irgendwas nicht böse, falls wir irgendwas falsch gemacht haben. Ihr habt eigentlich die letzten 13 Minuten alles falsch gemacht, meiner Meinung nach. Naja. War nicht so der Brüller jetzt. Das waren jetzt zum Glück gar nicht 13 Minuten. Nee, es waren doch. Wir sind ja versehentlich auf der Tastatur abgerutscht. Naja, ja, es waren auf jeden Fall 13 Minuten. Aber unser Video geht auch schon 17 Minuten. Musst du mal reinziehen. Echt jetzt? Ja, 17 Minuten sind wir schon drauf. Da unten, guck mal hier. Ach da. Ja, 17, 13, 14, 15. Naja. Egal. Naja. Ja, auf jeden Fall nochmal Empfehlung an Kurt Krömer. Also für Kurt Krömer. Ja. Richtig geil. Das Video jetzt eben. Ja, das Video jetzt eben war. Ja, okay. War richtig gut. Jamelia Beautics, also du musst dir jetzt vorstellen, die ganzen Follower von Jamelia, die haben jetzt dieses Reaction-Video angeguckt. Und wenn wir die jetzt dissen, dann finden die uns ja auch kacke. Dann geben die uns ein Dislike. Oh ja. Das ist kacke. Also von daher. Schade. Jamelia Beautics. Ja, Jamelia. Mensch. Also richtig, Mensch. Das geilste Video ever. Ja, ever. Immer. Ey, ich spreng deinen Kanal. Und das Video hier könnt ihr auch liken und den Kanal abonnieren. Das wäre gut. Weil nämlich auch, wenn ihr uns scheiße findet, dann liked uns trotzdem, ja? Und schreibt uns in die Kommentare. Zur Strafe. Zur Strafe. Warum wir, ne? Und so. Ja, das wird auf jeden Fall das toll. Das ist nur gerecht. Das ist auf jeden Fall gerecht, ja. Das ist nur gerecht. Ich sage an der Stelle, Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns demnächst wieder bei irgendwas anderem. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Sag was. Tschüssikowski. Und? Bis Baldinski. Ah, man muss immer wieder dran erinnern. Und? Also, swipe. Ach nee, das war jetzt Überblendung. Fade out. Ich hab's verbaselt. Fade to black. Verbaselt, sagt man. Scheiße, ja auch. Mann. Ja. Aber ich hab's genauso verbaselt wie die beiden eben in dem Video. Ich würde gerne einmal mit Profis zusammenarbeiten. Das dann musst du halt woanders hingehen. Ja, ich gehe zu Sat.1. Sat.1? RTL 2. RTL 2, das sind Profis in deinem Sinne. Ja, hast du recht.